über den SK Blueberry Muffin OC-Part hier schon den Kopf in der Hand und kann was zum Geruch sagen. Ja, also der Tabak soll ja nach Blaubeere und Teig riechen, zumindest vor besonders stark nach Teig. Also das mit dem Teig kann ich bestätigen. Die Blaubeere rieche ich jetzt leider nicht so stark raus, aber vielleicht riecht André ja mehr. Ja. Na, Blaubeere kann ich schon riechen jetzt. Ja, ich rieche auch ein bisschen raus, aber nicht so stark. Teig auch, auf jeden Fall auch. Ja. Ist so ein Verhältnis 40 Blaubeere, 60 Teig. Ja, kannst du hier mal einen Schnitt zeigen? Genau. So wie ihr jetzt sehen könnt, Erik hält hier den Kopf im Bild. Genau. Schnitt fein, wie eigentlich auch jeder SK. Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Setup machen wir gleich. Das wird wieder eine Rundlochung, zwei Lagen Alu, genau, und vier Bambuchas, da uns die Kokobrikus ausgegangen sind, wie wir schon in den letzten vier oder fünf Videos gesagt haben. Genau, und dann würde ich sagen, machen wir den Kopf fertig, also das Setup fertig, und melden uns dann direkt mit der Rauchentwicklung nach einer halben Stunde Rauchen zurück. Bis gleich. Ja, hallo Leute, da sind wir wieder, wie immer nach einer halben Stunde Rauchen, und ja, kommen wir einfach mal zum Geschmack. Ja, Geschmack würde ich sagen, man schmeckt auf jeden Fall gut die Blaubeere raus. So ähnlich wie beim Blue Breeze von Elements, würde ich sagen. Teiggeschmack, also Muffin-Geschmack eigentlich, kommt eigentlich nur so ein bisschen Teiggeschmack rüber, nicht so wirklich. Also nicht wirklich nach Muffin. Ja. Und aber die Blaubeere ist jetzt auch nicht so stark. Also der Tabak hat, so wie ich das finde, nicht so einen starken Eigengeschmack. Ja, Rauchentwicklung, wie ihr jetzt seht, ist eigentlich ganz ordentlich. Wir haben jetzt auch nur einen 10 Gramm Shot gehabt und unseren SK Vortex in XL. Da muss ja eigentlich ein bisschen mehr rein. Ja. Ja, deswegen halt nicht so viel Rauch. Genau, dann zum Fazit. Ja, Fazit, schmeckt auf jeden Fall nach Blaubeere, nach Muffin jetzt nicht so wirklich. Ja. Daher würde ich den auch nur 6,5 von 10 Punkten geben, da der mir auch persönlich nicht so wirklich gut schmeckt. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen, und mehr gibt es auch nicht zu sagen, weil Unlockbar hat alles gesagt. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns und kommentieren und abonnieren nicht.